Nein. Ich wollte darüber. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Schönes hier unten gibt. Boah, ich hätte jetzt gedacht, hier kommt jetzt irgendein fetter Kampf oder so. Eingefangene Muldora oder irgendwas, aber nee, scheinbar nicht. Aber es scheint hier auch nichts sonst zu geben. Kann das sein? Den Spiegeln, das erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an Turm der Götter. Den Turm der Götter habe ich damals in Wind Waker sehr geliebt. Ich habe dieses Dungeon einfach so geliebt. Ich fand es so cool. Turm der Götter, und dann gab es nur noch den Schrein von... wie hieß sie denn? Medoli? Kann das sein? Diese Waisen, die da mit der Harfe gespielt hatte? Mega, mega geil. So, komm, leg dich wieder. Kein Bock. Ja, irgendwie wollen die hier aber nicht. Ja. Da kann man dann auch mal ein bisschen draufhauen, ne? Jo. Stein. Steinsalz. Hatte ich den, Hatte ich ihn denn abgebaut? Ja. Hatte ich. Na, das da unten ist mir noch ein bisschen suspekt. Weiß ich nicht. Was haben wir hier? Hier will irgendwas gegen mich kämpfen. Ah. Hey! Ciao. Okay. Wollte nur mal nach oben gucken. Wo es so Zombie-Wesen gibt, da gibt es auch was weiß ich noch, was nicht alles gibt. Ah, Riju! Ja, sauber! Sehr gut. Noch ein schönes Schild. Ja, kann man machen. Wobei. So, ich muss aber ein bisschen drauf achten, dass das auch alles so zusammenpasst. Wegen Thumbnails und so weiter. Okay, krass. Dass ich dich so schnell nochmal sehen werde. Daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Ah. Link? Sieh mal an, welch unerwartete Begegnung. Einmal mehr kommst du genau im rechten Augenblick. Musik.
Schloss Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda verschwunden. Und jetzt suchst du nach ihr. Oh. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin. Und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende machen. Es war sicher nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gerne hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zur Beherrschung lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei, zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Okay. Ifia Spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Ziele auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziele stattdessen in die Mitte, zwischen den drei Puppen, in etwa dort, wo der Felsen herausragt. Doch je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht. Auf geht's! Warst du okay? Den Felsen meinte sie am Boden. So langsam habe ich's raus. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Link, vielen Dank für deine Hilfe. Hä? Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin. Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbazar an. Bühler hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut verstanden. Danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbazar aufmachen. Ohne deine Hilfe beim Zielen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbazar liegt in einer Oase nordöstlich von Gerudo-Stadt. Das weißt du noch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Aber gerne. Das klingt auf jeden Fall gut. Zitterkraut. Rutschpartie. Dann zurück zum Bazar.
Die Gyptos dürfen nicht durchkommen. Oh oh. Wenn es so weitergeht. Holla. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptos ausgelöscht. Mir nach. Auf in den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Ich werde die Königin beschützen. Vernichten wir diese Monster. Okay. Wow, geil. Wo haben wir's? Sehr geil, ey. Mega. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht noch dazwischen stehe. Bleib weg, wo sind denn noch welche? Waren alle, oder? Oh. Ist dies das Nest der Feinde? Oh, wie ekelhaft. Wir müssen das Nest zerstören, damit dieser Strom etwas ein Ende hat. Ah. Okay, das gefällt mir. Mit Feuer nachhelfen. Haben wir noch mehr? Ich glaube, das war's. Böhler, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Blitze sind also tatsächlich die Schwachstelle der Gyptos. Das gilt es auszunutzen. Zelda? Winde bewegen sich auf unsere Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Böhla, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Okay. Krass. Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen, was das gewesen war. Das ist definitiv nicht normal. Okay, es ist wirklich ordentlicher Treibsand. Ich mogel mich mal durch. Da haben wir doch wieder so einen Pilz der Fäulnis. Aber das ist nicht das Ziel, wo ich hin muss. Na komm. Sieh dir das an, Link. Ein Gyptonest. Genau wie beim Wüstenbazar.
Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, ist es zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelwinde aufkamen. Allerdings scheinen wir es diesmal mit gleich drei Nestern zu tun zu haben. Alle drei vor den Pforten meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine ganze Horde Gryptos auf einmal überrennen wollen. In diesem Zustand, wenn sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich öffnen und Gryptos aus ihnen hervorströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Die Gryptos werden kommen, da besteht gar keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Oh. Zu mir. Komm. Komm zu mir. Oh. Schon wieder. Hast du das auch gehört? Komm zu mir. Sie ruft mich. Hm? Königin Riju, Link, was geht hier vor? Nein, es ist nichts, Bühler. Mach dir keine Sorgen. Link, der Schutz dieser Stadt hat jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten. Okay, was heißt das denn? Was heißt, wir rüsten uns? Wie sieht das aus? Das plötzliche Auftauchen der Gryptos und ihre Nester. Wir werden von einer Merkwürdigkeit nach der anderen geplagt. Und obwohl wir Zelda am Wüstenbazar gesehen haben, gibt es in Gerudo-Stadt bislang noch kein Lebenszeichen von ihr. Ich frage mich, was dahinter steckt. Im Moment jedoch ist der bevorstehende Kampf unser dringlichstes Problem. Link, es tut mir leid, dass ich dich erneut um Hilfen bitten muss, aber bitte sprich mit Bühler und den anderen Kriegerinnen, um euch bestmöglich auf die kommende Schlacht vorzubereiten. Okay, bereiten wir uns vor.